Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodim am allerletzten Ort. So heißt zumindest die Episode 3 von Minecraft Story Mode. Ja, willkommen zurück zu einem neuen Part Minecraft Story Mode mit dem Zwergenfürst. Weiter geht's, Episode 3, wir starten das Spiel. Are tasked with saving the world from the coming storm. They will bring together the bravest and the brightest to stop it. But finding the last and most elusive member of the Order of the Stone and his legendary Formidabomb would prove their most perilous mission yet. For some would rather our hero's story end here. Shutting the door on their adventure forever. But like all doors, when one closes, another is bound to open. Ja. Damit sind wir wieder im Spiel. Im Slowness-Modus. Komm zurück und kämpfe, genau so. Wir sind direkt wieder im Geschehen. Oh man. Kann jemand bitte die Slow-Motion ausstellen? Da habe ich das gesagt und schon passiert. Everyone okay? Alle klar. Alles gut im Dorf, du. Alle gut im Dorf. He mostly used his face. Der Langsamkeitsstrang. Yeah. Der Strang, genau. Das ist schon mies. I still can't figure out how Ivor made the door close. Maybe we should focus more on how it opens. That's basically what I said. Guys, sure. Dann bist du in Ordnung. Das ist eine berechtigte Frage. Just checking in. I am A.O. A.O. Naja, also okay ist doch nicht. Just give it a second. Dem scheint es richtig mies zu gehen. Oh wei. Noch richtig. Gabriel. Mein Freund. Du darfst nicht sterben. Es wird schon alles gut. Ich hoffe, dass es alles gut wird. Ansonsten haben wir Gabriel verloren und Petra. Ihn da auf einmal.
Und ein tapferer Krieger haben wir dann verloren. Okay. Exo hat eine Idee. Magnus? Doch wohl eher. Illegard ist doch in der Nähe. Da sind wir doch lang gegangen. They aren't coming back. We have no idea where they are. Lass den Kopf nicht hängen, Lukas. Das wird schon. Ich bin jetzt immer der, der sagt, es wird schon. Ja, alles in Ordnung. Ja, irgendwie ist das Einzige, was man hier noch sagen kann. Was soll das? Das ist mein Amulett. Jetzt muss mal ein bisschen Stuhlkopf auf das hängen. Meins. Ich trau dem noch nicht. Meins. Gib her. Huh. Der letzte und das Steinsmitglied. Aber wir brauchen alle. Wir brauchen Elegard und Magnus. Und ihn. Und so. Gabriel brauchen dich auch noch. Stirb jetzt nicht so einfach. Oh, eine Schatzkarte. Heiß, heiß, kalt und so weiter. Ja, genau, dort am Boden wird er sein. Eine Falltür. Eine geheime Falltür am Boden. Graben. Hat jemand eine Pickaxe oder was? Ja, wir müssen hier graben. Holt die Spitzhacke raus. Dann graben wir es. Ja. Jetzt habe ich den Lukas als Feind. Oh Mann. Ich will niemanden als Feind. Graben. Ui. Ein super Time-Raffer. Das geht in Minecraft eigentlich nicht so schnell. Und da wird es dunkel. Zum Glück habe ich das leuchtende Amulett. Das leuchtet, weil Magnus da unten ist. Nein, nicht Magnus, sondern... Wie hieß der? Alles okay. Ich guck mal nach. Herunterspringen. Das Amulett lasse ich nicht nochmal fallen. Auwei. Das war vielleicht ein Fehler. Ich sehe doch Augen da unten. Nein, das ist nicht alles okay. Nicht runterkommen. Hinter uns. Da ist doch was. Uh-oh. Ja, die Wände bewegen sich. Uh-oh. Fledermäuse. Ich bin's, Batman. Uah, haut ab. Das erinnert mich stark an die Szene aus Batman The Dark Knight. Nein, nicht aus The Dark Knight. Batman Begins. Wie Batman zu Batman wurde. Der kleine Junge im Schacht. Und eine ganze Fledermäuse. Die Angst, die ihn zu Batman machte. Das bin ich, Batman. Ruben, ich bin Batman. Ich bin Batman. Batman. Genau. Ich bin's. Ich denke nicht. Nein, ich bin Batman. Hm. Ich gehe voraus. Ja. Ich bin jetzt im Dunkeln. Ich bin mein Naturelement. Die Dunkelheit. Ja, jetzt mal gut. Ernst beiseite. Weiter geht's. In die dunkle Höhle. Oh, da wird's hell. Wow. Ein ganzer Palast hier. Erinnert mich stark an den Erebor. Wow. Zwergenmine.
Hier fühle ich mich doch zu Hause. Na komm, wir kommen hier raus. Aber nicht zurück. Wir müssen da rein. Ach, das ist keine Falle. Sieht doch heimlich aus. Oh, das sieht gar nicht so heimlich aus. Das sieht gefährlich aus. Das sieht gar nicht gut aus. Der Rest sah gut aus, aber das sah gerade nicht so gut aus. Zombies. Zombies, Skelette. Wenn hier rausgespült. Und wir wahrscheinlich auch gleich, wie es ausschaut. Creeper! Die werden gleich herausgespielt und wir mit ihnen. Oh wei. Quicktime Event. Kein Quicktime Event. Kampfszene. Weg mit dir. Zack. Bevor du explodierst. Na komm. Zack, zack, zack. Stirb. Oh nein. Explodierender Creeper. Weg da. Au wei. Loch im Rohr. Ah, das ist gut. Da können wir runter, oder? Unter Umständen können wir da noch runter. Da kommen wir links. Oh wei. Die Wasserwelle. Ah, nein, nein, nein. Verdammt. Ich darf das Ding nicht fallen lassen. Nein. Meine Reaktionen sind nicht gut genug. Na toll, ich habe das Amulett verloren. Ich tollpatsch. Nein. Das Amulett. Das war nicht gut, als wir das letzte Mal verloren haben. Wir müssen hinterher. Komm, los, wir müssen springen. Springen ist kein Problem, schaffen wir. Komm, zack. Und da kommt die Intro-Sequenz, da kommt... Da kommt die Schrift. In Zusammenarbeit mit Mojang. This one's mine. Creeper. Wir töten den Creeper. Zack. Minecraft Story Mode. Und ein paar Spinnen. Joa. Weiter geht's. Immer weiter voran. Wir brauchen das Amulett zurück. Nur so geht's. Zert-R. Eine Täter-Geschichte von. Duck dich! Uha! Ich hab mich nicht geduckt. Nicht wirklich. Nachschlag! Was? Nachtisch? Lecker. Hab Hunger. Her damit. Skelett. Na komm, Skelett, dich kriege ich auch noch. Hui, ausweichen! Ah! Sonst steckt der Feind in mir. Hey, Bonehead, I'm talking to you. Hui. So, töte ihn. Und ah, zack. Skelett umgebracht. So, weiter jetzt immer weiter auf der Himmelsleiter. Lukas kämpft gegen Spinnen. Ich will nicht zu Spider-Man werden. Ich will nicht von einer bösen Spinne gebissen werden. Haben wir jetzt hier schon zwei Superhelden in der Story. Bin ich nicht nur Batman, sondern auch noch Spider-Man. Hold on! X drücken. Ja, die Reaktion ist nicht die beste, aber es reicht, um zu überleben. Choreografie. Aha. Ein Choreografisten, wie man das so nennt, haben wir hier. Springt. Y, genau. Und das Intro geht noch weiter. Huha. Ausweichen. Wo ist denn das Amulett? Wo müssen wir denn hin? Ich habe das Gefühl, wir sind schon längst vorbei. So weit war das doch ja nicht weg. So weit ist das nicht gefallen. Original Soundtrack von Under the Road.
das Amulett. Dann haben wir es gleich. Hin da. Oh, Excel ist schon dort. Ich muss auch dorthin. Oh nein, es wird runtergespült. Ah, Excel. Los hin dort. Amulett. Nein, Ruben und Excel. Verdammt, ich habe jetzt Ruben und Excel aufs Spiel gesetzt. Verdammt, nicht Ruben. Ruben. Ich habe mich schon wieder die falsche Entscheidung. Ich bin schon wieder allen Ernstes gegen Ruben entschieden. Verdammt. Mein Schwein. Ruben. Ruben, bitte überlebt das. Ich habe das Amulett wieder. Komm mal schnell zu ihm hoch und den retten. Na komm. Ruben. Ah, ich rette dich, Ruben. Excel dich auch. Nein. Verdammt. Wir fallen. Oh, oh. Oh, oh. Hm. ZR. Hm. Runter. Oh. Oh, durch die Presse durch. Durch die Mühle. Oh, B, 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 B. Eine Spinne unter Wasser erwürgt. Gefunden, eine Spinne erwürgt. Fast. Ruben. Nein. Was passiert mit euch? Ah. Verschluckt. Von Wassermassen. Sie ist aber ganz schön trocken. Sind wir drinnen im Zentrum der Geschichte. Mhm. Mein Kurz. Und da kommt der Rest. Jo, und nun seid ihr alle in Ordnung. Durst habt ihr jetzt nicht mehr. Kann ich verstehen. Und das klingt nach Excel. Ist auch da. Ist auf Lucas gelandet. Und weil ich ist sogar da der Excel. Freunde sind aber auch wichtig. Nicht nur die Mission ist wichtig. Nicht nur das Amulett ist nicht immer nur die Sache. Es ist nicht immer nur herzlos ans Amulett denken und an die Mission. Ja, ich weiß, das mache ich öfters auch mal gerne, aber ja, ist mein Fehler. Ist mein großer Makel hier bei diesem Projekt. Helden sind einsam. Da sagst du was. Aber es muss nicht immer so sein. Wir haben doch Freunde. Wir haben andere Helden bei uns. Ausnahmen bestätigen die Regel. Also Ausnahmen soll es aber auch geben. Ja, du hast Ruben gerettet. Das ist sehr gut. Einer muss doch auf das Schwein aufpassen. Und ich es schon nicht tue. Ich immer so schlampig bin und immer nur die scheiß Story und die scheiß Aufgabe und alles im Kopf habe, außer meine Freunde. Einer muss da zuständig sein. Aber nicht kaputt oder was? Oh oh. Zombies, Monster, Skelette. Au. Kann ich irgendwas tun? Bringt ja mal Events für mich. Hui, runter. Runter mit mir. Hui, zur Seite. Nach vorne, um genau zu sein. Hup, ausweichen. Und Y zuschlagen. Oh, eine Spinne. Arachnophobie darf man in Minecraft wirklich nicht haben.
Und sonst wird es nachts und im Dunkeln ziemlich schlimm. Zack. Spinnen. Erledigt. Du spinnst doch, oder? Vor den Monster wegrennen. Ein Enderportal. Wow. Oh, oh, Gabriel. Den retten wir aber. Komm jetzt hier nicht zurücklassen. Dich lasse ich nicht zurück. Nein. Nichts da. Auf keinen Fall. So raus hier. Nicht aufgehoben. Und weiter. Flieh. Flieht inneren. Rein da. Na komm, spring. Au, au, wo sind wir denn da gelandet? Das sieht ja nicht lustig aus. Au. Das ist gerade düster. So gut. Oh, great. Just keeps getting better. Where's Axel? He was right behind me. Der kommt noch. Zack, landet wieder auf Lukas. Verdammt. Das kann doch nicht zweimal hintereinander passieren. Alles gut, Lukas? Bist du verletzt? Ich bin wieder die fürsorgliche Mama hier. Alles gut, Kindchen. Bist verletzt. Komm zu Mami. Einerseits die Mami zu sein und andererseits hier der Held zu sein, der auf alles immer Studienregel nach und immer das Amulett rette, nicht die Freunde. Ja, genau so. Ja, nicht hinschauen. Das sind Endermann. Ja, das wird immer zuverlässlicher, unzuverlässlicher. Das Amulett funktioniert nicht mehr, scheinbar. Das ist eine Falle. Das ist keine Falle. Wir leben noch. Wir dachten schon vorhin, das wäre eine Falle. Wir sind schon mittlerweile dreimal oder viermal durchgekommen durch die Falle. Und wir leben noch. Das ist das Wichtigste. Oh, ja, das sieht nach Soren aus. Das muss Soren sein, hinterher. Warum Gabriel das eigentlich nicht sehen kann, warum der den nicht identifizieren kann, ist mir ein Rätsel, aber gut. Gabriel beschützt uns vor den Enderman. Nee, ich geh mal voraus. Bist krank. Komm. Ich muss. Ach du Scheiße. Nein, verdammt. Zeig mich. Das habe ich den Lukas wieder verärgert. Schnell hier durch. Ohne von denen entdeckt zu werden. Da sind alle mir gefolgt. Ich vergraule mir den Lukas wirklich langsam. Schade. Verdammt. Meine blöden Entscheidungen. Wir sollten ihm auch mal die Kontrolle überlassen. Noch ein Portal. Und das ist das Portal, wo wir herkamen. Die Treppe ist so hoch. Na komm. Wir müssen den finden, den letzten Ordensmitglied. Den Sauren. Someday I love something as much as Soren seems to love stairs. Ja. Es war ein Stufenfan, Soren. Oh, und Gabriel kann nicht mithalten. Ist schwach. Ja, wir brauchen eine Pause. Wir kommen weiter, Schnecke. Oh, das wäre fies. Brauchst du Hilfe? So mies bin ich nicht. Komm.
Das wäre wirklich unfair. Das wäre gemein. Ein kränkelnden Helden hier. Komm weiter, Schnecke hier. Ich bin hier kein Drill-Sergeant. Der kann sich doch mal ausruhen. Die anderen ruhen sich auch schon aus. Wir können schon weiterlaufen. Wir sind fast da. Wenn die Leiter da ist, dann sind wir auch schon da. Ja, nicht mehr lang. Hier noch hoch, dann sind wir angelangt. Ach, jetzt muss ich wieder vorgehen. Na dann. Nach oben mit uns. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp geht's die Leiter hoch. So. Falltür öffnen. Da geht's durch. Wow. Was haben wir denn hier? Das sieht ja mega aus. So, an dieser Stelle machen wir Schluss für diesen Part. Wenn euch noch so euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergfürst verpassen wollt. Zwergfürst, ja, so viel dazu. Ich verspreche mich immer wieder. Habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Mittag oder Abend, wie dem auch sei. Haut rein. Man sieht sich. Ciao, ciao.